Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin ZGuides und heute zeige ich euch, wo ihr die Asche der Rheinfäule-Ritterin Finlay findet. Und zwar im Hardikbaum von Miquella. Den kennt ihr, Endgame. Miquellas Hardikbaum. Ich bin im Gnadenpunkt Gebetsraum. Von hier aus geht's los. Ich habe alle Gegner schon mal weggemacht, die auf dem Weg sind. Damit wir hier straight durchlaufen können. Hier sind keine wirklich schweren Gegner im Weg, sondern einfach nur Soldaten, die liegen alle hier rum. Die schlafen alle friedlich. Und hier rechts kann man nach unten auf so eine Säule springen. Und dann hier rüber. Und hier ist noch ein Soldat. Und hier war noch eine Fäule-Ritterin. Aber wir wollen zu dieser Truhe. Eine legendäre Asche. Asche der Rheinfäule-Ritterin Finlay. Wow. Leider kann ich sie nicht beschwören, aber ich kann etwas dazu sagen. Legendäre aschene Überreste. Hiermit ruft ihr die Rheinfäule-Ritterin Finlay. Ja, klar. Finlay gehört zu den wenigen Rheinfäule-Ritterinnen, die die Schlacht von Aeonia überlebte. Und doch forderte sie Radahn immer wieder heraus. Nach unzähligen Niederlagen starb sie schließlich den Heldentod. Man braucht 127 FP, um sie zu beschwören. Ich habe gerade mal 121. Schade. Ich hätte es mir gerne mal angeguckt. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt es euch erholen und selber machen. In diesem Sinne sage ich dann doch mal... Thank you. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, um keine weiteren Guides zu verpassen. Euer Z-Guides. Haut rein. Ciao.